Schmutzstarren. Hallo Elli, du bereitest dir eine schöne Tasse Tee zu? Sag mal, das Wasser hat aber keine schöne Farbe. Guten Morgen, Pocoyo. Zeit, ein Bad zu nehmen. Hast du nicht etwas vergessen? Mit diesem Wasser stimmt auch etwas nicht. Hallo, Pato. Oh, Vorsicht, das Wasser hat keine sehr schöne Farbe, Pato. Man muss sofort etwas wegen diesem Wasser unternehmen. Sehr richtig. Man muss die Wasserleitung bis an ihren Anfang zurückverfolgen. Man muss unbedingt das Wasser in diesem Weiher sauber kriegen. Dieser arme Fisch. Helfen wir ihm? Großartig, Pocoyo. Du sammelst wirklich Berge von Müll zusammen. Genial, Pato. Der Weiher wird im Nu wieder sauber sein. Ich sehe leider, dass das Wasser immer noch schmutzig ist.
Eine gute Lösung. Eine tolle Leistung von euch allen. Oh, welch ein schöner Morgen an diesem wunderschönen Weiher. An euch alle, ihr lieben Leute, besten Dank für die gute Arbeit. Pocoyos Entdeckung. Hallo, Pocoyo. Hallo. Hast du das gesehen? Weißt du, was das war? Kann vielleicht einer von euch, Pocoyo, sagen, was das ist? Das ist richtig. Das ist ein alter Reifen, den jemand weggeworfen hat. Was hast du denn da? Einen kaputten Wecker? Und was willst du damit machen? Ah, ich verstehe. Du wirfst ihn weg. Nun, warum auch nicht? Mehr? Es scheint, als ob Schlummerpieps auch etwas Müll loswerden möchte. Na, wie es aussieht, will da jeder mitmachen. Aufräumen kann auch Spaß machen. Und es ist sicher ein gutes Gefühl, all den alten Kram loszuwerden. Wer ist denn da? Kleine Raupe. Oje. Ich fürchte, dass es vor deiner Haustür gerade ein wenig unordentlich ist. Du hast gerade den ganzen Müll ins Wasser geworfen. Die Eier riechen lecker, stimmt's, Fred? Ich verstehe dich, Fred. Keiner mag Müll auf seinem Spiegelei. Aber wie willst du den alten Kram wieder loswerden? Ach du meine Güte, so viel Müll! Ganz meine Meinung, Pocoyo. Ich mag es überhaupt nicht, wenn plötzlich Abfälle auf meine Bausteine fallen. Oder würde es euch etwa gefallen, wenn ein Berg voller Müll auf eurem Spielplatz landet? Nein, gar nicht.
Was machst du da, Pocoyo? Ah, verstehe. Du willst dem Müll folgen, um herauszubekommen, wo er am Ende landet. Prima Idee. Der Müll wandert immer von einem zum anderen, weil jeder ihn zum nächsten wirft. Aber das alte kaputte Zeug immer im Kreis herumzuwerfen, hilft doch gar nichts, oder? Was können wir denn da nur machen? Ich glaube, Pocoyo hat einen Weg gefunden, wie man das Problem lösen kann. Welch kluge Lösung! Anstatt den alten Kram einfach wegzuwerfen, hast du dir überlegt, wie man ihn doch noch irgendwie benutzen kann. Bravo, Pocoyo! Ihr alle habt das prima hinbekommen. Macht's gut! Bis bald! Ruf mich an! Hallo, Pato! Oh, Entschuldigung. Tut mir leid, du willst lieber deine Ruhe haben, stimmt's? Einverstanden. Ich werde mich bemühen. Ah, okay, Ruhe. Klar. Ja. Neues Handy. Sieht echt cool aus. Was hast du jetzt vor zu machen? Das erste wäre, einen guten Klingelton auszuwählen. Er macht was her. Es scheint, du bist nicht der Einzige, der auf deinen Klingelton abfährt, Pato. Das ist ja ein echtes Fest. Das wäre erledigt. Nun wieder allein. Eine kleine, ruhige Runde drehen. Ganz für sich alleine. Das ist Ellie, die dich da anruft. Ah, Ellie ruft dich an, weil sie den Klingelton deines Handys wieder hören will. Kann ich gut verstehen. Das ist Pocoyo. Der will bestimmt auch den Klingelton wieder. Oh, Pato, komm zurück. Der Klingelton macht einen schon ziemlich an. Du hast dein Handy so eingestellt, dass es vibriert. Jetzt wird dich niemand mehr stören. Ich finde, das macht Sinn. Schau! All deine Freunde sind da. Warum legst du das Handy nicht weg und gehst zu ihnen? Pato,
Dein Telefon. Da ruft überhaupt niemand an. Schon seltsam. Schon wieder niemand? Wo kommt dann dieses summende Geräusch her? Es ist Schlummerpieps, die schnarcht. War also nur ein falscher Alarm. Oh, tut mir leid, Pato, der Kuchen ist alle. Aber es gibt noch jede Menge Karotten. Pato, was für ein Spiel spielst du da auf dem Handy? Scheint viel Spaß zu machen. Aber würdest du nicht noch mehr Spaß haben, mit deinen Freunden zu spielen? Aber Pato, nein, nicht in den See schmeißen. Fred braucht mal dein Telefon. Das ist doch okay, oder? Ah, er hat eine Pizza bestellt. Und Elli hat all deinen Freunden getextet. Dieser tolle Klingelton. Ist es nicht herrlich, Pato? Eine Tanzparty mit Pizza. Das macht Spaß. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Sommerwanderung. Oh, ah. Hallo, Pato. Was für eine Sommerhitze heute. Yeah.
Frage? Genau, Pocoyo. Wäre es nicht besser, dahin zu gehen, wo es kühl ist? Wie zum Beispiel ins Gebirge? Pato, ich glaube, du wärst der beste Führer für unsere Expedition. Du bist auch mit der besten Ausrüstung gekommen. Ihr habt endlich den Gipfel erreicht. Wie wunderschön. Endlich, Pato, da bist du ja. Hast es schließlich geschafft. Ja. Schlag besser dein Zelt auf, so wie Pocoyo und Nina. Ah, du hast die Zeltstangen gefunden. Aber das sind ja Golfschläger. Ich befürchte, du hast den falschen Beutel mitgebracht. Keine Sorge, ich bin sicher, dass Pocoyo und Nina mit anpacken werden, Pato. Schau, Pato, ein Geschenk für dich. Ist es nicht zauberhaft? Nach allem war es ja doch ein wunderbarer Campingtrip. Gute Nacht, alle zusammen. Pocoyo Samenkorn. Hallo, Pocoyo. Hallo. Was ist denn das? Was hast du denn da? Weißt du was, das sieht wie ein sehr großes Samenkorn aus. Du weißt doch, was man mit einem Samenkorn macht, Pocoyo? Was haltet ihr davon? Macht man so etwas mit einem Samenkorn? Legt man es sich auf den Kopf? Nein! Legt man es in seinen Trinkbecher? Ist das richtig? Nicht.
pflanzt man es ein? Ja, Samen pflanzt man ein. Ganz genau. Ich bin mir sicher, dass schon sehr bald etwas sehr Schönes aus diesem Samenkorn wachsen wird. Das scheint doch etwas länger zu dauern, was? Tja, wachsen kann doch schon ein ganzes Weilchen dauern, wisst ihr. Was ist denn, Pocoyo? Hast du etwas? Ist was passiert? Ah, ja, verstehe schon. Du musst mal aufs stille Örtchen. Mach schnell. Wir passen so lange auf dein Samenkorn auf. Hallo, Schlummerpieps. Naja, das ist ein wunderschönes Samenkorn, nicht wahr? Halt! Aber was machst du denn? Geht es dir jetzt etwas besser, Pocoyo? Das ist schön, weil es da etwas gibt, das ich dir sagen muss. Es geht um dein Samenkorn. Alles wird wieder gut. Pocoyo, Schlummerpieps hat es für einen kleinen Leckerbissen gehalten, aber jetzt ist alles wieder gut. Ah, seht, hier ist ja Lula. Hallo, Lula. Oh nein, Pocoyo, wach auf, wach auf! Oh je. Vielleicht wacht er auf, wenn wir alle zusammenrufen. Fertig? Wach auf, Pocoyo! Wach auf! Ah, verstehe schon. Lula wollte nur spielen. Oh, jetzt sollte dein Samenkorn aber wirklich sicher sein, Pocoyo. Hallo, Pato. Oh, Pato, ich weiß ja, dass es wie ein Ei aussieht, aber in Wirklichkeit ist es... ui. Was ist das? Nun, also ich würde sagen, jetzt ist dein Samenkorn absolut sicher, Pocoyo. Keiner kann es dir wegnehmen. Ah, was sehe ich? Ganz allerliebst. Hallo, Elli. Pass auf. Oh, das ist... das ist jetzt nicht so gut. Ach, Pocoyo, Elli wollte deine Blume doch gar nicht zerdrücken und nun hängt sie auch noch in deiner Falle. Lula, oh! Das sieht ja aus wie noch mehr Samenkörner. Könnt ihr vielleicht Pocoyo sagen, was aus all diesen Samenkörnern wächst? Blumen! Ganz viele Blumen! Das ist richtig! Viele, viele Blumen. Genug für alle. Prima! Toll!
Was für ein Glück, Pocoyo. Da haben wir aber alle Glück gehabt, Freunde. Macht's gut. Bis bald. Artus Unterwasserwelt. Hallo, Pocoyo. Hallo. Hallo, Elli. Pato, hallo. Hört ihr das? Ah, jetzt verstehe ich. Pato hat sich den Wecker gestellt. Hm. Das ist ja merkwürdig. Du packst? Pato, was hast du vor? Du willst deine Freunde Fred und den Wal unter Wasser besuchen? Wie schön! Gute Idee. Dort, wo du hingehst, wirst du deine Sachen sicher brauchen. Da staunt ihr, stimmt's? Was Pato schon wieder vorhat, kann einer von euch Elli und Pocoyo sagen, wo Pato hingeht? Wal und Oktopus besuchen. Er geht unter Wasser. Tschüss, Pato. Viel Spaß. Mit Freunden unter Wasser spielen, was kann mehr Spaß machen? Nicht wahr? Was ist denn das? Ein Ball? Prima! Jetzt spielt ihr Fang den Ball! Ja! Oh, oh. Wie, Es ist ganz schön schwer, unter Wasser Ball zu spielen. Ach je, dein ganzes Spielzeug schwebt davon. Womit sollt ihr denn jetzt spielen? Ah, deine Trompete. Das wird lustig. Oh nein. Offensichtlich passen Trompeten und Wasser nicht zusammen. Ah, hier ist etwas, das dich erfreuen wird. Ein Comic-Heft. Oh nein, es ist völlig ruiniert. Nichts mehr zu erkennen. Pato. Oje, hier unter Wasser wird sogar dein Wutanfall gebremst. Ich fürchte, Pato hat nicht so viel Spaß, wie er erwartet hat. Richtig, ein leckeres Essen bringt wieder gute Laune zurück. Das ist bestimmt ein sehr interessantes Gericht. Seegras-Spaghetti oder sowas ähnliches. Pato will wissen, ob ihr vielleicht davon etwas essen möchtet? Nein, danke, ich nicht. Oh nein, 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 ich habe gerade, ja, ich habe schon gegessen. Du solltest kräftig reinhauen, Pato. Gut gemacht, Pato. Oje, du willst doch nicht schon gehen, Pato. Ist es, weil du hier nicht mit deinem Spielzeug spielen kannst? Oder magst du das Essen hier nicht? Ich vermute, du vermisst dein Zuhause, stimmt's? Wie es aussieht, macht der Wal mit dir noch eine kleine Spazierfahrt, bevor du gehst. Er will dir zeigen, wie schön es unter Wasser ist. Ja, das ist ein Spaß, was? Da ist noch etwas, das der Wal dir zeigen will, bevor du gehst, Pato.
eine Blase. Sieh dir das an! Du kannst darin Ball spielen, ganz wie zu Hause. Und was ist das? Schwämme? Ein Schwampolin? Was für ein Spaß! Jetzt sieht es so aus, als ob Pato wirklich Freude hat. Was meint ihr? Gefällt es Pato unter Wasser? Ja, es ist lustig. Es gefällt ihm. Och, was ist das? Eine riesige Muschel. Ob etwas drin ist? Ja! Das sind ja Pocoyo und Ellie. Toll, wenn man was Neues kennenlernt. Mit seinen Freunden unter Wasser. Mach's gut, bis bald. Picknick. Hallo, Pocoyo. Hallo. Wohin gehst du denn mit deinem Körbchen? Ah, alles klar. Du willst etwas mit Pato unternehmen. Oh, und hier ist Ellie. Hallo, Ellie. Wie ich sehe, hast du einen Kuchen und eine Picknickdecke dabei. Was um alles in der Welt wollt ihr denn damit machen? Picknick. Ein Picknick, natürlich. Hab ich doch gleich gewusst. Brote, lecker. Für jeden genau eins. Pato hat schon richtig Hunger, was? Könnt ihr Pocoyo sagen, was Pato essen will? Ein Brot. Warten. Tja, anscheinend ist noch nicht Essenszeit, Pato. Du musst noch ein bisschen warten. Was um alles in der Welt? Oh nein! Seht mal da! Es ist nicht so, wie es aussieht. Die beiden Brote sind direkt in Patos Hände gesprungen und das andere rannte hinter den Baum. Ja, das ist wirklich wahr. Was? Nein, ich habe es nicht gegessen. Ich habe es euch doch gesagt. Dieses Brot ist einfach weggerannt. Ihr glaubt mir nicht, hä? Dann fragen wir doch unsere Freunde. Könnt ihr, Pocoyo, sagen, wo das Brot hin verschwunden ist? Das Brot ist weggelaufen. Hinter dem Baum. Das hat es wirklich gemacht. Nein, Pocoyo, Sie haben das Brot auch nicht aufgegessen, so glaub uns doch. Oh nein, das darf nicht wahr sein. Ellie, Pocoyo, es ist nicht so, wie ihr denkt. Pato ist nicht mit den Broten davongerannt, er ist ihnen hinterhergerannt. Was? Ihr zwei glaubt mir wieder nicht? Also dann müsst ihr mir helfen. Sagt bitte Ellie und Pocoyo, wo Pato ist. Hinter euch, dreht euch um. Oh je, Pato, ich fürchte, Ellie und Pocoyo werden uns niemals glauben. Der Kuchen,
Gut, wir passen auf ihn auf. Und ihr holt noch was zum Essen. Kein Problem. Ja, genau. Wir behalten ihn im Auge. Oh, nein! Nicht schon wieder! Oh je! Ellie, Pocoyo. Wir haben diesen Kuchen nicht gegessen. Er ist den Baum hinaufgeklettert. Oh, das ist überhaupt nicht gut. Seht ihr das? Wie wir gesagt haben. Genau so. Das ist doch aber nicht richtig. Obst kann doch nicht laufen. Was soll das? Ah, eine Lupe. Gute Idee. Ich würde sagen, eine Ameise. Könnt ihr, Pocoyo, sagen, wer das ganze Essen weggetragen hat? Ameise! Genau, die waren es. Die haben euer ganzes Essen weggeschleppt. Die Ameisen. Was besprichst du denn da mit der Ameise, Pocoyo? Freunde! Würde vielleicht jemand dem armen Pato erklären, was nun wieder los ist? Verstehst du? Das waren Ameisen. Ameisen. Diese klitzekleinen Ameisen sind so stark, dass sie Dinge tragen können, die viel größer und schwerer sind als sie selbst. Bravo, ihr kleinen neuen Freunde. Was für ein tolles Picknick. Macht's gut, ihr alle. Bis bald. Die magische Gießkanne. Oje, was für ein schrecklich heißer Tag ist das hier bei Pocoyo und seinen Freunden. Schaut mal, da ist auch Ellie. Sieht aus, als sei ihr auch viel zu heiß. Hallo, Ellie. Du hast nicht zufällig Pocoyo hier irgendwo gesehen, Ellie? Das ist seltsam. Eigentlich mag er es, wenn es so richtig heiß ist. Ich weiß, wahrscheinlich ist er bei Pato. Bis bald, Ellie. Ah, und da ist auch schon Pato. Pato macht die Hitze auch sehr zu schaffen. Pato, hast du vielleicht Pocoyo gesehen? Entschuldige, Pato, war das jetzt ein Nein oder ein... Entschuldige nochmals, Pato. Aber ich hab's immer noch nicht ganz verstanden. Was hattest du gesagt? Ich meine... Schon gut. In Ordnung. Ich suche weiter. Entschuldige die Störung, Pato. Jetzt möchte ich aber wirklich wissen, wo Pocoyo steckt. Ah, da bist du ja endlich, Pocoyo. Hallo, Pocoyo. Hallo, Lula. Hallo. Und... Da ist ja auch Pocoyos Musikblume. Blume, Musik. Pocoyo liebt seine Musikblume über alles. Wisst ihr was? Ich glaube, Pocoyo hat die einzige Musikblume auf der ganzen Welt. Sieht so aus, als ob die Gießkanne leer ist, Pocoyo. Mehr Musik. Ja, mehr Musik? Das wäre schön. Aber wie soll deine Blume Musik machen, wenn sie Durst hat und die Gießkanne leer ist, Pocoyo?
Kann vielleicht einer von euch Pocoyo helfen? Hol mehr Wasser! Mehr Wasser holen! Oh, sieht so aus, als sei der Wasserhahn in der großen Hitze ausgetrocknet. Aber wenigstens hast du die Gießkanne für deine Blume gefüllt. Blume! Armer Pato, du musst ja schrecklich durstig sein. Ah, Pocoyo, das ist aber wirklich nett von dir. Du gibst Pato etwas von dem Wasser für die Blume ab. Blume! Oh, was macht Ellie denn? Ah, verstehe. Ellie will ein schönes, kühles Bad gegen die brütende Hitze nehmen. Was für ein guter Einfall. Für Elefanten gibt es nichts Schöneres als ein kühles Bad. Oje, es kommt kein Wasser. Dann war es das wohl mit Ellies Bad. Und sie hatte sich so darauf gefreut. Oh ja, Pocoyo, das war eine gute Tat. Du hast Ellie sehr froh gemacht, aber jetzt sollten wir schnell zu deiner... Blume! Oje, Pocoyo hat das ganze Wasser verbraucht, um seinen Freunden zu helfen. Jetzt hat er gar kein Wasser mehr für seine Blume. Sei nicht traurig, Pocoyo. Dir wird sicher jemand helfen. Ich glaube sogar, es ist schon Hilfe unterwegs. Kann vielleicht einer von euch, Pocoyo, sagen, wer jetzt gleich kommt? Ellie und Pato! Ach, sehr schön. Das ist wirklich nett. Aber ich glaube, die Blume braucht mehr als... Das ist ja unglaublich. Wenn Freunde einander helfen, passieren manchmal kleine Wunder. Das war ein toller Tag für Pocoyo und seine Freunde. Macht's gut und bis bald. Ellies Stern. Ach ja, was ist das für ein schöner Abend. Die Sterne funkeln so herrlich. Wenn ihr ganz leise seid, könnt ihr sie hören. Ihr wisst schon, wie ich das meine, nicht wahr? Und alle gehen zu Bett. Lula und Pato. Und schaut, da sind ja auch Pocoyo und Ellie. Hallo, Pocoyo. Hallo, Ellie. Hallo. Es sieht so aus, als ob sie auch gleich schlafen und dem himmlischen Gefunkel der Sterne lauschen. Oh nein, das klingt aber nicht gut. Ah, Pocoyo, Ellie, wisst ihr, was das ist? Was ist mit euch?
Kann vielleicht einer von euch, Pocoyo und Elli, sagen, was das ist? Das ist ein Stern! 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 Oh, ist das reizend, Elli. Aber sieh mal, der Stern ist heruntergefallen. Ja, Elli, das ist alles sehr schön. Aber dieser Stern gehört doch dort nach oben an den Himmel. Schau nur. Je, Pocoyo. Wir sollten Elli besser nachlaufen und ihr die Sache mit dem Stern noch einmal erklären. Ah, da ist sie ja. Elli! Elli, warte! Nein, weg ist sie. Ein guter Einfall, Pocoyo. Vielleicht hat Pato Elli gesehen. Pato! Jetzt frage ich mich wirklich, wo sich Elli versteckt. Ich glaube nicht, dass Pocoyo sie sehen kann. Kann vielleicht einer von euch Pocoyo helfen? Wo hat sich Elli versteckt? Oben im Baum! Aha, Elli! Och, armer kleiner Babypieps, was hast du denn? Kannst du nicht schlafen? Was fehlt dir denn? Ich glaube, der kleine Babypieps vermisst das Gefunkel des kleinen Sterns, das ihn abends zum Einschlafen bringt. Keiner kann ohne das Funkeln seines Lieblingssterns einschlafen, Elli. Ich glaube, Elli möchte den Stern noch einen kleinen Moment behalten. Oh, danke, Elli. Das ist nett von dir. Aber wie bringen wir ihn wieder nach dort oben? Klar, mit dem Fliehwusch. Das ist genial. Oh, pass auf! Ja, da. Genau dort, wo er hingehört. Das habt ihr gut gemacht. Und jetzt können sich alle auf der Welt an dem Stern erfreuen. Genau wie du, Elli. Ist das nicht ein schönes Gefühl? Gut gemacht, Elli. Und prima, Pocoyo. Schlaft schön. Macht's gut. Bis bald. Sind wir schon da? Hallo, Elli. Machst dich auf zum Strand? Ah,
einen ruhigen Tag ganz für sich allein. Das klingt sehr entspannend. Oh, schau mal, da ist Pato. Elli, ich habe den Eindruck, dass Pato gerne mit dir mitkommen würde. Was meinst du, Pato? Du hättest nichts dagegen, am Steuer zu sitzen? Das ist sehr nett von dir. Was hältst du davon, Elli? Gemach, Pato. Elli hat sich auf einen entspannten Tag gefreut. Ah ja, viel besser. Mehr Freunde, Elli? Nun, einer mehr kann wirklich nicht schaden, oder, Elli? Und los geht's, alle zusammen! Was ist los, Nina? Aber sicher, Pato. Du solltest besser anhalten. Du auch, Pocoyo? Oh, großartig! Das hat uns gerade noch gefehlt. Wo lang geht's zum Strand? Ah, sehr gut, Elli. Vielleicht kann er uns erklären, wie wir da hinkommen. Aber, wir sind genau wieder am gleichen Platz gelandet. Oh nein, nicht schon wieder. Thank you.
guter Letzt. Möge der Spaß in der Sonne beginnen. Nun, Ellie, es geht doch nichts über einen so wundervollen Sonnenuntergang im Beisammensein mit deinen Freunden, oder? Auch wenn es ein wenig schwierig ist, an den Strand zu kommen. Tschüssi alle!